Es ist eine Shitshow. Es ist eine komplette Shitshow. Das ist wie im Affenhaus. Wenn du den Narzissten nicht mehr zurücknimmst, es ist wirklich eine Shitshow. Es ist wie im Karussell, es ist wie im Zirkus. Die stalken dich. Die schreiben. Die machen dies. Die machen das. Und es ist so, irgendwann, wenn du das Ganze mal durchschaut hast, ja, für all die neuen Zuschauer, ihr seid vielleicht neu im Narzissten-Game drin, ihr versteht noch Narzissten nicht so ganz und ihr fragt euch noch, warum machen die das? Wenn du noch in diesem State bist, ich kann dich verstehen, ich kann deine Confusion verstehen. Aber wenn du länger mal mit Narzissten da dich befasst hast und alles und jetzt die verstehst, es ist eine Shitshow. Es ist so lächerlich. Immer derselbe Rotz. Man kann es schon durchschauen. Ja, die kommen jetzt wieder. Ja, stalkt mich wieder. Ja, fährt mir wieder hinterher. Er kommt auf meinen Job. Ja, hovert mich wieder. Ja, dies, ja, das ist. Das passiert, wenn du den Narzissten nicht mehr zurücknimmst. Das Geile ist, ja, das Geile ist, die missbrauchen dich die ganze Zeit. Du sagst denen ganz genau, ey, hör auf mir zu schreiben. Hör auf damit. Hör auf dies. Ich will nicht mehr missbraucht werden. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Du machst klipp und klar, dass du diese Menschen nicht zurückhaben willst. Und die kommen. Ja, aber es ist hart. Ich kann dich nicht einfach so gehen lassen. Ich kann dich nicht einfach so vergessen. Es ist so hart. Es ist so hart. Ja, Bitch, what? Es ist so hart. Und es war nicht hart für mich, missbraucht zu werden. Es war nicht hart für mich, hintergangen zu werden. Es war nicht hart für mich, wie du mich bloßgestellt hast und fertig gemacht hast. War nicht hart für mich. War nicht hart für uns, gell? War nicht hart für uns. Ja, aber es ist hart. Ich kann dich nicht vergessen. Ja, dann. Bitch, deal with it. Deal with it. Komm klar. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. No love. No empathy, sympathy. Nothing. Gar nichts. Es gibt nichts mehr, nichts, pure Kälte. Das gibt's. Pure Kälte für die. Absolut keine Sympathie, keine Empathie, kein Mitgefühl mehr. Nichts. Nichts. Denk an all die Zeiten, wo sie dich missbraucht haben, hintergangen haben, verraten haben, bloßgestellt haben, schlecht dargestellt. Egal, was sie gemacht haben, es war negativ. Und du willst endgültig nichts mehr mit diesen Menschen zu tun haben. Und du hast auch gesagt, ey, hör auf mir zu schreiben, hör auf mich anzurufen, hör auf zu mir nach Hause zu kommen, hör auf mich anzuquatschen, wenn du mich irgendwo siehst. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht mehr in meinem Leben haben. Du machst es klipp und klar. Die kommen nicht darauf klar. Die kommen nicht darauf klar. Ja, aber wie kannst du sowas sagen? Und ich liebe dich doch. Ach so. Du liebst mich. Ach so. Ach so. Also jemand, der mich liebt, der missbraucht mich. Also jemand, der mich liebt, hintergeht mich. Also jemand, der mich liebt, keine Ahnung, vielleicht ist dieser Mensch dir sogar fremdgegangen und sonst was. Gibt ja solche kranken Stories. Und der Narzisst geht dir fremd oder die Narzisstin und die versucht's trotzdem oder der versucht's trotzdem. Immer wieder, immer. Bitte nimm mich zurück. Bitte, ich kann dich nicht vergessen. Bitte, bitte, bitte. Nimm mich noch zurück. Schreib doch mal zurück. Ja. Und wundern sich, dass du nicht mehr zurückschreibst, dass du nicht auf die antwortest, auf die Anrufe eingehst. Die wundern sich. Ah, it's a miracle, it's a wonder. Ey, was hast du gedacht? Dass wir uns ewig hier verarschen lassen von dir oder was? Was hast du gedacht, was passiert, wenn man einen Menschen die ganze Zeit pusht, 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 pusht? Und fertig mal, fertig mal. Was hast du gedacht, was passiert? Dass ein Mensch das ewig mit sich machen lässt? Ja, es gibt die einen oder anderen, die lassen das ewig mit sich machen. Diese Flying Monkeys von denen und sowas. Und diese Freunde von denen und sonst was. So, die lassen das ewig mit sich machen. Ja, okay, aber wir hier nicht. Wir wurden genug missbraucht. Wir haben keinen Bock mehr auf diesen Scheiß. Wir wollen einfach nur noch Frieden, Respekt, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Und das bekommen wir von diesen Narzissten nicht. Das musst du dir klar machen. Von diesen Narzissten wirst du das alles nicht bekommen. Aufrichtige Liebe, Wertschätzung, Anerkennung. Es ist alles fake. Dann kommen die vielleicht mal kurz bisschen. Ein Monat gebe ich denen maximal, ja. Und dann zeigen die wieder ihr wahres Gesicht. Ist mir so oft passiert und ich gebe jemandem eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine gefühlt hundertste Chance, ja.
Und immer wieder derselbe Rotz. Ich weiß jetzt, ey, nein, es gibt keine zweite Chance mehr. Du hast mir einmal gezeigt, wer du bist. Ich glaube dir. Ich glaube jetzt dir. Ich glaube dir jetzt. Ich glaube dir. Okay, du hast mir gezeigt, wer du bist. Alles klar. Danke, danke schön. Siehe. Alles klar. Gut. Perfekt. On point. Glaube ich dir jetzt. Jetzt kannst du weitergehen. Leave. 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 Leave me alone. Das denke ich mir dann. Deswegen, ganz ehrlich, wenn du den Narzissten nicht mehr zurückhaben willst, die kommen nicht darauf klar, wie du willst mich nicht zurückhaben. Weil die ja dieses riesen Ego haben. Und jetzt gehen die rum und erzählen jeden, wie böse du doch bist und machen diese Schmierkampagne. Das ist eine Shitshow. Erst, die gehen hin, beschweren sich über dich. Ja, nein, wir fangen mal ganz am Anfang an. Erst pushen sie dich die ganze Zeit weg, dass du gar keinen Bock mehr auf die hast. Die missbrauchen dich, machen dich fertig, lästern über dich und was weiß ich alles, stellen dich bloß und was weiß ich, missbrauchen dich nur, ja? Dann du hast keinen Bock mehr, distanzierst dich. Ja, du distanzierst dich erstmal. Erstmal distanzieren, du machst dein eigenes Ding jetzt, ja? Und die distanzieren sich dann vielleicht. Weil oftmals ist es dann so, wie, der geht jetzt weg, ich gehe jetzt auch weg. Weil das kleine Kinder sind, ja? Aber du machst immer mehr dein Ding, dein Ding, dein Ding. Schaffst immer mehr Distanz, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bist immer mehr unattached. Und irgendwann, wenn die merken, du hast diesen Trauma-Bond durchbrochen, weil das ist, was euch erhält, dieser Trauma-Bond, ja, dieser Trauma-Bond, das ist, was hält. Wenn du das durchbrochen hast und sagst, weißt du was, Cut, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt ist Cut, ich nehme den Menschen nicht mehr zurück. Die spüren das. Dieses Unattachment, dass du nicht mehr hier attached bist, dass du nicht mehr so an die Denks und was weiß ich, die Gefühle, alles ist tot, alles ist gestorben, alles ist weg. Ja, Unattachment, nichts mehr, keine Gefühle, keine Empathie, keine Emotion, kein Mitgefühl, nichts mehr. Du fühlst nichts mehr zu denen. Ja, nichts, nichts. Und die spüren das. Und wenn das passiert, dann kommen die und versuchen dich zu hoovern und versuchen dies und kommen mit Lovebombing und machen die Geschenke und kommen zu dir auf die Arbeit und kommen dir nach Hause und kommen da und machen dies und machen das und da einen Anruf und da eine SMS und da ein Flying Monkey und dann eine WhatsApp und hier eine E-Mail und hier kommt dies und hier kommt ein Brief und hier kommt ein Geschenk. Es ist eine Shitshow. Du sagst, ey, lasst mich in Ruhe. Ja, aber wie kannst du sowas sagen? Ich liebe dich doch. Aber ich liebe dich doch. Aber es ist doch so schwer. Ist so schwer. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch, ich sag jetzt auch nur noch zu denen, so ey, geh damit um. Hättest du vorher wissen sollen. Ganz ehrlich, du musst sie mit der Wahrheit fertig machen, weil manchmal die checken das nicht und du musst denen die Wahrheit ins Gesicht drücken. Und nicht mal das checken die. Trotzdem, kill them with the truth. Kill them with the truth. Du brauchst keine Revanche machen oder sonst was. Nein, kill them with the truth. Because they can't take the truth. They're too weak for the truth. Das ist, warum die nicht in der Wahrheit leben. Die sind zu weich dafür. Die können nicht in der Wahrheit leben wie wir. So, da musst du die halt einfach checken. Ey, hättest du vorher wissen sollen. Hättest du vorher wissen sollen. Soll jetzt eine Lektion für dich sein. Ich habe das wirklich zu einem gewissen Menschen gesagt. Zu gewissen Menschen gesagt. Ich sag, ey, hättet ihr vorher wissen sollen. Soll jetzt euch mal eine Lektion sein, wie man mit einem Menschen umzugehen hat und wie nicht. Merkt euch das für die nächsten. Wenn ihr dann irgendwann mal, was weiß ich, Enkelkinder habt oder was weiß ich, oder wisst ihr, was ich meine? So, merkt euch das. Soll euch eine Lehre sein. Aber die lernen nicht. Die lernen nie dazu. Das Einzige, was die tun, ist den Scheiß wieder abspulen. Und dann stalken sie dich und schreiben dir weiter und machen dies und machen das und kommen zu dir nach Hause und rufen dich an. Ja, aber ich kann dich doch nicht gehen lassen. Ich liebe dich doch und ich kann dich doch nicht einfach so vergessen. Es ist so hart für mich. Es ist so hart für mich. Also, nur hart für dich. Okay. Ist hart. Ah, armer Narzisst. Armer. Ja, wir haben doch vergessen. Narzissten haben ja auch Gefühle. Oh. Oh. Ganz ehrlich, Alter. Was denkst du, wer du bist? Das denke ich mir mittlerweile. Was denken die, wer sie sind? Die Heiligen von was weiß ich hier? Vom Nordstern oder was? Keine Ahnung. Denken die, man nimmt die immer zurück oder was? Oder man kann ewig das mit uns machen? Was denkst du? Was hast du gedacht, Narzisst? Dass du uns für ewig dumm verkaufen kannst oder was?
und missbrauchen kannst und fertig machen kannst und bloßstellen kannst und ausnutzen kannst. Was hast du gedacht, was passiert, wenn du das Ganze machst? Ganz ehrlich, Aktion, Reaktion. Erst, ich habe es eben noch gar nicht so richtig gesagt, erst, oder habe ich es gesagt, ich weiß nicht mehr, ich sag's nochmal, erst die pushen dich weg, dass du gar keinen Bock mehr hast. Ja, erst pushen sie dich die ganze Zeit weg und dann wundern sie sich, wenn du die nicht mehr zurückhaben willst, wenn sie dich missbraucht haben und ausgespuckt haben wie ein fertig gekautes Kaugummi, weil so fühlst du dich dann komplett am Arsch, musst dich erst wieder aufbauen und dann du baust dich wieder auf, hast jetzt keinen Bock mehr auf die, hast dich wieder zusammengebaut, ja, nach all diesem Schmerz, nach all diesem Trauma und Drama und diesem ganzen Bullshit, hast dich jetzt wieder zusammengebaut und jetzt kommen die um die Ecke und wollen dich wieder fertig machen. Bitch, what? Who do you think you fooling, bitch? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, Leute. Nimmt nie wieder den Narzissten zurück. Egal mit was sie kommen. Geschenken, Hoovering, Lovebombing. Auch wenn die das Ganze machen, bleibt kalt. Bleibt kalt. Ich bleib mittlerweile nur noch kalt. Egal wer das ist. Egal wer das ist. Familie, Freunde, was weiß ich alles. Und ich merke das, ich bleib kalt. Die kommen zu mir. Ja, du siehst voll hübsch aus. Danke. Ja, deine Musik da ist voll cool. Cool. Waren dieselben Leute vorher zu mir gesagt haben, ich werde niemals erfolgreich, ich bin ein kleines Kind, aus mir wird nichts. Die kommen jetzt und sagen mir, oh, deine Musik ist voll toll. Oh, du siehst aber hübsch aus. Du siehst aber schön aus. Oh, wo gehst du denn hin? Oh. Alles Heuchler. Alles Heuchler. Alles Heuchler. Vorher die ganze Zeit gekommen, oh, aus dir wird nichts, du wirst sehen, du kommst wieder zurück. D-d-d-d-d-d. Und erst kommen sie so und im Nachhinein wundern sie sich dann nach, und es gibt nicht mal eine Entschuldigung. Das ist das. Die kommen nicht mal mit einer aufrichtigen Entschuldigung. Die erwarten, dass du die einfach so zurücknimmst. Die kommen nicht mal mit einer Entschuldigung. Alles, was die tun, ja, die hufen dich, laufbomben dich und kommen nicht mal mit einer Entschuldigung. Ich habe nicht einmal eine Entschuldigung von denen gehört. Und jetzt, die wundern sich, warum man die nicht zurücknimmt. Bitch, du hast nicht mal eine Entschuldigung gegeben. Verlangst dir, dass ich dich zurücknehme, aber gibst nicht einmal eine Entschuldigung für dein Verhalten, weil die keine Reue spüren. Die spüren diese Reue, aber Schuld und Scham und Reue, die projizieren das auf andere. Dann sagen die, oh, die können ja nichts dafür, weil die hatten ja einen schlechten Tag. Oder die können ja nichts dafür, weil du bist ja dran schuld. Ihr habt's doch erlebt. Ihr habt es doch erlebt, wie die damit umgehen, wenn die einen Fehler machen. Die projizieren es dann auf dich, weil du bist ja dann dran schuld. Du hast die ja dazu gebracht, dass die diesen Fehler da machen. Ohne dich wäre das ja nie passiert. Es ist wahnsinnig. Es macht wahnsinnig. Es ist eine einzige Shitshow. Es ist eine einzige Shitshow mit denen. Ohne den bist du besser dran. Ohne die bist du besser dran. Definitiv. Und wenn du damit noch Probleme haben solltest, du gibst denen immer wieder eine Chance und sonst irgendwas und kannst nicht Cut machen und sonst was, helfe ich dir gerne. Link dazu ist in der Beschreibung, wie du mich erreichen kannst auf jeden Fall. Gib die offizielle Webseite, was weiß ich, wenn du ein Coaching brauchst oder sowas, hit me up. Kannst mir persönlich schreiben, kannst direkt buchen. I don't care, ja. Aber guck bitte, dass du auch deine Kontaktdaten hinterlässt. Mal wenigstens eine E-Mail-Adresse oder irgendwie eine Nummer oder sowas, dass ich auch zurückschreiben kann. Aber ne, wenn du damit Probleme hast, komm gerne zu mir. Und dann arbeiten wir daran, in einem Coaching auf jeden Fall, dass du abschließen kannst, endlich. Dass du dich nicht mehr verarschen lässt. Weil ich komme dann dir mit der Wahrheit. Ich höre dir zu und sag dir das, was du hören musst und nicht, was du hören willst. Ich sage, hey, der hat doch dies gemacht. Der hat doch das gemacht. Wie lange willst du dich noch verarschen lassen? Was? Ja, genau so ist das dann. Für alle, die fragen, hey, wie läuft denn ein Coaching ab? Genau so. Genau so. Ich höre zu. Ich höre zu, ich höre zu, ich höre zu. Ich nehme auf, mache mir meine Gedanken und dann gebe ich dir genau das, was du hören musst. Siehst du, der hat doch das gemacht, das gemacht, das gemacht. Dann mach doch die Augen auf. Ey, hier, dies, das, 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 das. Und schmeißt dir alles an den Kopf, damit du bewusst wirst. Manche Menschen muss man wachrütteln, dass die bewusst werden. Das hier ist auch wie so ein Wachrüttler für euch jetzt wieder. Das ist jetzt wieder wie so ein Wachrüttler. So, hey, hallo. Hallo, wacht mal auf. Hallo, hallo. Seid ihr wach? Hallo? Seid ihr wach? Ja? Seid ihr jetzt wach? 10:31 Uhr? Seid ihr jetzt wach? Ich hoffe es doch. Ich hoffe es doch, dass ihr wach seid. Deswegen nehmt den Narzissten nie wieder zurück. Gebt ihm gar keine Chance mehr. Gebt ihm gar keine Chance mehr. Kill them with the truth. Macht denen die Wahrheit klar. Ey, musst dich nicht wundern.
Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du musst dich nicht mehr wundern. All die Jahre, du hast mich verarscht, du bist mir fremdgegangen, was auch immer die getan haben. Schmeiß denen alles an den Kopf. Schmeiß denen alles an den Kopf, weil dann entweder, dann, es gibt dann die einen oder anderen, die brauchen das. Du schmeißt denen das alles an den Kopf. Ja, du schmeißt denen alles an den Kopf und dann lassen sie dich endgültig in Ruhe, weil dieses narzisstische Ego und sowas das nicht mitmachen kann. Die crashen dann zusammen, die fallen zusammen, weil sie die Wahrheit nicht ertragen können. Die leben in einer Lüge. Und wenn du denen die Wahrheit klar machst, die meisten von denen, ja, die werden darunter zerbrechen und lassen dich dann eventuell in Ruhe. Andere hingegen, die checken das nie. Aber wie gesagt, mach dir das klar, die kommen nicht einmal mit einer Entschuldigung. Die verlangen nur, dass, nimm mich doch bitte zurück. Die verlangen nur, dass du sie zurücknimmst. Nimm mich doch bitte zurück. Willst du nicht wieder hier auf diese Hochzeit kommen? Willst du nicht auf meinen Geburtstag kommen? Du bist gerne eingeladen. Du bist gerne eingeladen. Ja, kannst auch gerne mich wieder ausladen. Du brauchst mich nicht einladen. Ja, aber du, ich will nur, dass du weißt, du kannst gerne kommen. Du kannst gerne kommen. Ja, danke, aber ich werde nicht kommen. Ja, aber ich will, dass du hier ist die Einladung. Hier ist die Einladung. Hier ist die Einladung. Ja, danke. Direkt weggeschmissen. Also, ey, no joke. No joke. Ganz ehrlich. Ihr denkt, ich mache Spaß. Ich mache Spaß hier. Nein. Das hier ist keine Comedy. Das heißt, das Soul Channel, nicht Comedy Soul Channel. Oder Comedy Channel? Nein, das ist kein Comedy Channel. Das, auch wenn das hier vielleicht so ein bisschen lustig und ihr lacht und dies und da, ja, du bringst mich aber immer zum Lachen. Ja, schön und gut, aber das hier ist keine lustige Story. Im Endeffekt, ja, natürlich verpacke ich das immer so ein bisschen in einem Witz und sowas und nehme das ein bisschen so lächerlich, aber trotzdem, im Endeffekt ist es ein ernstes Thema. Und das Thema ist, nimm diese Menschen nie wieder zurück. Mach dir klar. Die haben dich dann sogar noch gehen lassen. Du hast diese Distanz geschafft und jetzt aus Reue, nee, aus, wie heißt es, aus Hass und Zorn und sonst irgendwas, dann lassen die dich auch gehen. Und ja, und das, was der kann, kann ich auch. Und dann auf einmal eine Zeit lang, die sind weg, aber sie kommen immer wieder zurück. Weil sie merken, die haben keinen anderen wie dich. Niemand ist so wie du. Und deswegen kommt die dann, oh, aber es ist hart, dich gehen zu lassen. Ich kann dich nicht vergessen. Ja, wir wissen, warum du uns nicht vergessen kannst. Wir wissen das. Ich weiß, warum du mich nicht vergessen kannst. Ich bin schwer zu vergessen. Ich habe Charakter, ich bin eine Persönlichkeit für mich selbst. Ich bin einzigartig, ich weiß. Alle Leute, die mich verloren haben, weinen heute noch um mich. Egal ob Freunde, Bitches, Familienmitglieder, alle weinen sie, auf jeden Fall, ich weiß das. Ich weiß das, denn ich bin eine Bereicherung für alle und für jeden, ich weiß das. Ich weiß das, das kann ich sagen, das ist keine Arroganz, das ist pure Fact. Das ist pure Fact. Ich bin eine Bereicherung für dich, Bitch. Und wenn du mich nicht respektierst, guess what? Here's the door, you can leave at any time. Ganz ehrlich, ich halte dich nicht auf und so musst du sein. So musst du sein, du musst bereit sein, diese Menschen, generell Menschen, es geht hier ums komplette Leben. Das ist jetzt nicht hier Dating oder nur Narzissmus oder sonst was. Nein, sobald Menschen dich respektlos behandeln, sobald Menschen ihr echtes Gesicht zeigen, sobald Menschen dich verletzen und sonst was, dich hintergehen, dich missbrauchen, dich ausnutzen, dich fertig machen, filter sie aus deinem Leben. Und gib ihnen nie wieder eine Chance. Denn Narzissten werden so lange weitermachen, wie du es zulässt. Es liegt an dir, den Schlussstrich zu ziehen, dieses fucking Wort. Es liegt an dir, Schluss zu machen. Denn solange du die noch da zulässt und sonst was und aufnimmst und dies und das, solange machen die das mit dir. Deswegen liegt es an dir, den Schlussstrich zu ziehen. Auf jeden Fall. Es liegt an dir, deswegen zieh jetzt den Schlussstrich, mach Schluss, mach Cut, nimm die nicht mehr zurück, antworte auf nichts mehr. Pure, no contact, Grey Rock, Stonewall, nenn es wie du es willst, aber du antwortest auf nichts mehr. Und wenn die kommen, du bist knallhart. Du kommst mit der Wahrheit. Du kommst mit der Wahrheit. Kein Honig ums Maul mehr schmieren, nicht mehr lieb sein, nicht mehr zurücknehmen. Nein, nur noch die Wahrheit. Nur noch die Wahrheit.
Weil die kommen und versuchen dich zu geißeln. Ja, aber so wie du uns hier hinstellen willst, so sind wir nie mit dir umgegangen. Und das, wenn du das denkst, weil dann kommen die so. Wenn die merken, die können nicht zu dir durchdringen, dann gaslighten sie dich. Wie als hätten sie das nie getan und du bildest dir das alles ein. Du bist schizophren, du bist paranoid, du bildest dir das alles nur ein. Pures Gaslighting. Ja, aber so wie du redest, so bin ich nie mit dir umgegangen. Das habe ich nie getan. Das habe ich nie gesagt. Also, okay. Aber ich habe 10.500 Millionen Erinnerungen, wie oft du das mir angetan hast, wie oft du das zu mir gesagt hast. Aber ich bin hier der Verrückte. Okay. Okay. Hi, Bitch. Bye, Bitch. In diesem Sinne. Macht's gut, Leute. Habt ein wunderschönes Wochenende. Lasst euch nicht abfacken und nehmt diese toxischen Dämonen nie wieder zurück. Gebt ihnen absolut keine Chance. Keine Chance mehr. Und die werden daran kaputt gehen. Die werden sich die Zähne ausbeißen. Und das ist das allerschönste Gefühl. Ich sag's ehrlich, das ist besser als jede Rache und sonst was, wenn die dir schreiben und du reagierst nicht. Wenn die kommen und du sagst nein. Wenn die kommen und du sagst nein. Wenn die kommen und du sagst nein. Du nimmst dich nicht zurück. Du nimmst dich nicht zurück. Das ist das allerschönste Gefühl. Wenn Menschen, die dich vorher die ganze Zeit weggepusht haben, activated haben, wütend gemacht haben, auf die Palme gebracht haben und du spürst jetzt absolut nichts mehr. Und du merkst, wie desperate die sind. Das ist das schönste Gefühl. Das ist besser als Sex, besser als Rache, besser als alles. Besser als alles auf der Welt. Das ist die beste Revanche. Zu sehen, wie diese Narzissten daran kaputt gehen, dass sie dich nicht mehr haben können. Deswegen, und ich will, dass das jeder mal spürt. Diese Genugtuung. Allein schon, du merkst, wie dieser Mensch die ganze Zeit dich so behandelt hat und jetzt auf einmal kommt ganz anders. Und versucht zu dir zurückzukommen. Und kann es aber einfach nicht, weil du es nicht zulässt. Das ist das allerbeste Gefühl. Das ist das allerbeste Gefühl. Wenn wir den ihr Ego zerstören. Das ist das allergeilste. Narzissten haben das verdient. Die haben diesen Ego-Crush verdient. Dass du ihr Ego zerstörst. Deswegen manchmal musst du diese Menschen ihr Ego zerstören. Den ihr Ego zerstören. Du musst einfach. Du hast keine andere fucking Wahl. Zerstör ihr fucking Ego. In diesem Sinne, peace out, let's go, stay motherfucking blessed, we blessed out here.